Hallo, ich bin Matthias Magdowski, Head of Artificial Intelligence Examination Affairs an der Otto von Gericke Universität in Magdeburg und möchte in diesem kleinen Video mal testen, wie sich die KI von Google, Google Gemini in oder bei der Lösung unserer letzten Online-Leistungskontrolle in den Grundlagen der Elektrotechnik, kann man ja lesen, vom 24.01.2024, schlägt. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich diese Online-Leistungskontrolle ähm, selber löse, so ein bisschen mit Herleitung und mit Zahlenrechnung in Octave und habe auch vor kurzem ein Video aufgenommen, wie sich ChatGPT-4 in der Bezahlversion ähm, schlägt. Und das war ziemlich gut. jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie das so ähm, das Konkurrenzprodukt von Google hinbekommt. Ne, ich habe hier noch den den letzten Versuch offen hier sieht man, dass es äh, wie ChatGPT 4 performt hat, äh, 25 von 30 Fragen richtig, ziemlich gut. Hat ungefähr 50 Minuten gedauert, diesen Test dort äh, zu machen. Und meine händische Lösung hat vielleicht ungefähr so 40 Minuten gedauert, hatte nat natürlich alle Fragen richtig. Deswegen klicke ich jetzt mal auf Versuch abschließen und äh, klicke mal hier auf abgeben und dann kann ich nämlich, glaube ich, abgeben und dann kann ich mich glaube ich, einen neuen Versuch starten irgendwo. Ja, hier sind jetzt schon die ganzen Fragen. Äh, wie kriege ich es denn hin? Zurück zur Überprüfung beenden. Genau, Testvorschau, da möchte ich hin. Also das ist mein letzter Versuch 25, richtig. Ich klicke mal auf Versuch beginnen. Man konnte kurz lesen, man hat als Student 30 Minuten, äh, also nein, 90 Minuten Zeit, um das zu lösen, eine Stunde und 30 Minuten. So, und also mal gucken, wie das jetzt hier so funktioniert. Hier kann man offensichtlich auch ein Bild hochladen. Ähm, ich kopiere mal das Bild, Grafik kopieren. Also ich werde jetzt eigentlich immer nichts anderes machen wie in dem... Ähm, ChatGPT-Video, ich kopiere aus dem Test rüber in das KI-Tool, dann warte ich auf die Antwort und kopiere zurück und gu gucke, ob es richtig oder falsch ist. Also, jetzt steht hier was: äh, Informationen zu deinen Daten. Hm, 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 hm. Ähm, ja, bestimmt. So, okay, da ist also das Bild, hat er schon mal irgendwie übernommen. Das ist hier ähm, eine trickreiche Frage, wenn man sich die vorherigen Videos angeschaut hat. Und da äh, sieht man da, gibt es jetzt hier so ein bisschen Probleme mit dem Kopieren. Das muss ich natürlich mal so ein bisschen anpassen. Also hier sollen Knotenspannungen bestimmt werden. Oder hier ist so ein bisschen so ein einleitender Text, ne? ähm, wie die Knotenspannungsanalyse funktioniert. Und ja, also hier ist äh, wie immer auch noch so ein bisschen Nachformatierung notwendig. Also wir haben gegebene Bauelemente, Werte. Um, R1, R2 und so, die haben alle Werte, sechs Widerstände und ich kann ja nebenbei mal die Schaltung hier so ein bisschen zeigen. Die um, Schaltung ist etwas unüblich gezeichnet oder ist ein etwas unübliches Format. Normalerweise würde man ja um, sowas erwarten, dass immer die Widerstände und so. Dass die alle in so einem 90-Grad-Winkel zueinander sind. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Ne? Also, das sind so 60-Grad-Winkel. Das hat so ein bisschen so eine Symmetrie wie eine Schneeflocke passend zum Wintersemester. Habe ich mir das so in der Art und Weise ausgedacht. So, jetzt müssen wir hier mal das ja irgendwie alles Schmuck machen, dass das KI-Tool das auch richtig erkennen kann. Also, dann kann man die. Widerstände, die da schon gegeben sind, in Leitwerte umrechnen. Das gibt einem die Aufgabe schon mal so vor, dass das irgendwie hilfreich wäre. Und das mit dieser Umrechnung formulierte Gleichungssystem lautet dann irgendwie so. Und naja, äh, hier unten, ich kann das Gleichungssystem noch mal zeigen. Das ist natürlich irgendwie so in in, in und als Formel gepasst. Das kommt jetzt irgendwie nicht so gut raus. Also ich mache mal eine eckige Klammer auf und pack mal. Und ich hoffe mal, dass äh, Bart, will ich immer sagen, oder dass Gemini sich hier diesen, diesen Prompt dann merkt. Also, erste Zeile der Matrix, der Knotenleitwertmatrix, zweite Zeile dieser Matrix und dritte Zeile dieser Matrix. Das kostet jetzt natürlich Zeit, muss man mal sagen. Also, ne, ähm, allein das irgendwie zu übernehmen. So, diese Knotenleitwertmatrix wird jetzt multipliziert mit einem Vektor der unbekannten Knotenspannung. Das, ist, das sind die, die man mal bestimmen möchte. Also vielleicht mache ich das so. Uh, das war jetzt noch schon falsch. Ich will das noch mal editieren. Ich wollte noch gar nicht absenden. Na gut, also es, ähm, es rechnet hier schon mal was. Kann ich das hier oben noch mal editieren, Text maximieren, Text bearbeiten? Also mache ich das doch lieber noch mal richtig. Wobei ich jetzt tatsächlich so ein bisschen erwarten würde, ähm, dass die, die KI da so ein bisschen wohlwollend drüber liest und das schon in ihrem besten Sinne nach bestem Wissen und Gewissen interpretiert. Also, weil ähm, die hat ja irgendwie so aus Quellen gelernt, die jetzt von der Formatierung her vermutlich auch nicht so wahnsinnig viel besser aussahen als das, was ich hier jetzt gerade so reintippe. Ja, so, also hier unten geht eine Klammer wieder zu. Vielleicht mache ich die Klammer hier auch so hin und ähm, tja, das so weiß nicht, wie das hübsch aussieht. So und jetzt ist eben gefragt, welchen Wert hat der Eintrag G13? Ich glaube, diese Unterstriche und so wahrscheinlich sind die gar nicht so entscheidend. Ähm, aber ich klicke nochmal auf Aktualisieren. Und gucke noch mal, was da so passiert. Und also die händische Lösung wäre jetzt, wir suchen nach diesem Eintrag hier in der Knotenleitwertmatrix. Dieser hier, das ist der Koppelleitwert, der negative Koppelleitwert zwischen dem ersten und dem dritten Knoten. Können wir schauen, zwischen Knoten 1 und Knoten 3 ist der Widerstand R3, der hat 3,1 oben. Jetzt müssten wir 1 durch das nehmen, ne, so wie das hier steht. Ähm, 1 durch 3 sind ungefähr 0,3 und das in Millisiemens umgerechnet sind ungefähr 300 mit einem Minus. Davor müsste da sowas wie ungefähr minus 300 rauskommen. So. Und also die 300 Dings erscheinen mir prinzipiell schon mal gar nicht so verkehrt. Ähm, also 300. Ich nehme nehm jetzt mal das Ergebnis. Ähm, also ich. Will ja ehrlich sein, gucken, was das Tool wirklich kann. Also, ich sag mal 357 mit einem Minus davor, das könnte schon stimmen. Na, jetzt wird ja irgendwas ausgerechnet: 1 durch, aber G13 ist 1 durch R5, das ist schon falsch. Äh, jetzt trägt er das da irgendwie ein und liest diesen Beitrag ab. Ähm, naja, also spannend auch, dass einige von den Einträgen hier negativ sind, also die. Neben diagonalen Elemente, die müssten alle negativ sein. Und was noch spannender ist, ist, dass diese Matrix nicht mehr symmetrisch ist. Ja, die, also der Eintrag hier, sollte genauso groß sein wie der Eintrag hier, weil die Kopplung zwischen Knoten 1 und 3 natürlich genau die gleiche sein sollte wie zwischen 3 und 1. Naja, so, ähm, und das, das schreibt ihr so auch hin, ne? Also, das ist, ähm, es, es widerspricht sich selbst. Also, naja, gut, ist 0,3. Wir prüfen mal, das ist definitiv falsch. Ist es auch, die richtige Antwort ist, wie gesagt, irgendwie sowas minus 300. Okay, nächste Seite. Es bleibt zum Glück bei dieser Aufgabe. Ich weiß nämlich nicht so richtig, wie man bei äh, diesem Google-Tool hier äh, zwischen den Prompts wechseln kann. Das werde ich aber hoffentlich gleich herausfinden. Wir fragen einfach mal direkt weiter. Welchen Eintrag hat denn G23 der Knotenleitwertmatrix in Millisiemens? Und jetzt sollte es uns ja irgendwie sagen: Ja, guck mal hin hier, das habe ich doch schon alles ausgerechnet. Ähm, also, der ist jetzt immer ein negativ. Minus 233 könnte sein, minus 0,233 ist auch definitiv falsch. Und das ist es auch. Ja. Also hier kommen jetzt vielleicht diese minus 385 raus, die wir vorher. Nee, da hatten wir auch einen anderen Wert. Warum ist das jetzt hier so äh, farblich markiert? Prüfung abgeschlossen. Hm. Na gut. Falsch. So, jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Das heißt, ich müsste mir mal einen neuen Prompt hier basteln. Oh, es wurde gerade aktualisiert. Aktualisierung anzeigen. Versionsupdates. Gerade von heute oder nee, von vor ein paar Tagen. Also kann jetzt auch Python-Code. Gemini Advanced. Tja, also ähm, JGPT-4 nutzt auf jeden Fall Python zur Zahlenrechnung im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob Gemini ähm, das jetzt hier auch macht, in der Version, die ich jetzt hier benutze. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, jetzt über, ist es wahrscheinlich so, wenn ich hier auf Plus drücke, kann ich hier einen neuen Prompt machen. Dann mache ich das doch mal. Mache wieder Grafik kopieren, füge das Bild ein und kopiere mal ein bisschen den Text hier. Also eine Diode hat eine Flussspannung, dass die Indizes lasse ich jetzt einfach so. Und die Frage ist, wie groß ist die in der Diode umgesetzte elektrische Leistung PD? Und was müsste man jetzt machen? Also, wir müssen diesen Strom mal die Spannung an der Diode rechnen, 10 Milliampere mal 3 Volt macht irgendwie 30 Milliwatt, so roundabout, also 30 Milliwatt müsste da rauskommen. So, und was sagt das jetzt? Also es sagt an der, die, die Spannung an der Diode, die Spannung an der Diode ist die Spannung an der Diode und nicht die Spannung an dem Vorwiderstand, ja, Weil der Vorwiderstand gehört nicht mit der Diode dazu, also hier irrt Jiminy, dann berechnet das irgendwie, versucht die Spannung zu berechnen. Das Problem ist, den Vorwiderstand haben wir nicht. Wir haben den Strom, wir haben aber eine Quellspannung. Und tja, kombiniert das jetzt irgendwie so ein bisschen UQ, ja. Also jetzt rechnet so rückwärtig den Vorwiderstand aus. Das könnte schon mal richtig sein, so ein Kilo Ohm und setzt das ein, kommt auf 35,2 Milliwatt. Das ist äh, dann, äh, das klingt richtig, aber das ist eben nur mit der Flussspannung der Diode gerechnet und nicht so wie es hier oben ist. Ne? Ähm, tja, spannende Sache. Also 35,2 könnte stimmen, probieren wir mal. Und das ist richtig. Ähm, also hier handelt Gemini nach der berühmten Physikerin Maxime. Der Anzahl der Fehler muss immer gerade sein, damit sich zwei Fehler gegenseitig aufheben können. Ähm so, und in der Zeichnung ist der Strom IQ I, i falsch herum eingezeichnet. Der Strom sollte von der Spannungsquelle UQ zur Diode fließen. In der Schaltung hier ist überhaupt gar kein Strom eingezeichnet. Aber gut. Nächste Seite. Also, kurzer Überblick. Wir haben jetzt... Drei Aufgaben bearbeitet, zwei falsch, eine richtig. Okay, so, jetzt würde ich gern wieder zu meinem ursprünglichen Prompt zurückkommen. Ähm, da gehe ich mal hier auf den, genau, und frage: Welchen Wert hat der Eintrag? I31 des Spaltenvektors der Quellströme. Und Gucken wir mal, was sie antwortet. Ja, das hat 0 Ampere. Das ist mit Sicherheit auch falsch. Also I31, es geht um diesen Eintrag hier. Das ist die Summe der Quellen, die am Knoten 3 angeschlossen sind. Zufließende Quellen positiv, abfließende Quellen negativ. Es fließt nur diese Quelle drauf zu. IQ3, 4,9 Ampere wäre die richtige Antwort. So, dann, tja, jetzt müssen wir noch mal kurz hier lesen, was hier passiert. Also da ist so eine Erklärung, ne, die Summe beschreibt die Ströme. Der in den Knoten, in den Knoten 1 fließt, das ist leider alles falsch. Es geht um den Knoten 3. Der einzige Stromquelle ist mit Knoten, also es gibt natürlich mehr als drei Stromquellen. Da ist der Strom in Knoten 1 gleich 0. Hm dem Wert 0. Tja, also es widerspricht sich alles hier so ein bisschen gegenseitig. Es ist zu beachten, dass der Strom in einem Knoten die Summe aller Ströme ist, diesen Knoten in den Knoten minus 3, minus, tja, tja. Also die, die richtige Antwort taucht hier irgendwo nochmal auf, aber es sagt 0 und 0 ist falsch. Es müssten plus 4,9 sein. Tja, bis jetzt läuft es noch nicht so richtig gut für Gemini. Ich mache hier nochmal einen neuen Prompt auf, weil wir einen neuen Aufgabentyp haben. Also ein zunächst leerer Kondensator wird aufgeladen und ich versuche mal diese Bullet Points zu ergänzen. Ähm und dann steigt der Strom linear an, bleibt konstant, fällt linear wieder ab, macht also so eine Trapezpulsfunktion. Es ist eine Kapazität gegeben und jetzt ist gefragt, auf welche Spannung ist der Kondensator aufgeladen? Also was man jetzt machen müsste, ist, man müsste aus dem Strom, Strom, Strom eine Ladung ausrechnen. Ladung ist Strom integriert über die Zeit. Und wenn wir eine Ladung haben und eine Kapazität von dem Kondensator, dann kann man auch eine Spannung ausrechnen. So und Tja, das ist jetzt hier schon einigermaßen trickreich, mit den Werten das alles im Kopf zu rechnen. Ähm, aber naja, da sollten, ne, also hier sind so Milliampere, die über irgendwie über 10 Sekunden fließen. Also, wenn man jetzt mal so ganz grob rechnet, 12 Milliampere ungefähr über 10 Sekunden macht irgendwie im 120 Millikolomb, 100 Millikolomb, das ist ja ein bisschen weniger, ne? So 100 Millikolomb, 10 Millifarad, ähm, Sollten eben auch ungefähr so 10 Volt machen, die da so großen Größenordnungsmäßig rauskommen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf überschlage. Also, hier wird jetzt auf jeden Fall eine folgende lange Rechnung. Also, U ist I mal T, ne? das ist die Ladung durch C plus die La Spannung, die wir am Anfang hatten, oder sozusagen die, naja, hm, ja, so die Anfangsspannung, da der Kondensator zunächst leer ist. So, einsetzen der Werte. Okay, da kommt schon mal irgendwie eine Spannung raus. Da kommt noch eine Spannung raus und noch eine Spannung und dann sind das, sollen das 18,04 Volt sein. Also, weiß nicht, größenordnungsmäßig passt es. Die Zahlenrechnung kann ich jetzt so schnell im Kopf nicht nachvollziehen. Ähm, ne, es sind aber weniger. Ne? Also, ich habe 10 so ungefähr roundabout ausgerechnet. Also ein bisschen weniger, weil es ja, ne, das sind ungefähr 100, 100, 100 durch, 100 durch, äh, ungefähr 100 durch 13 macht eben ungefähr 7. Also, hier wird ja, Gemini. Ähm, und keine Ahnung, ob das noch zu retten ist hier. Ähm, hier ist der Strom konstant. Die Spannung steigt linear an. Hm. Naja, also ich, ich glaube schon, äh, es ist schon ein fundamentaler Fehler hier vorne in dem, weil das ist einfach nicht i mal t. Ähm, ja, ähm, da müsste man einfach mit die Ladung ausrechnen als Summe oder als Fläche unter der Stromkurve und die wäre dreieckförmig, diese, also die Fläche wäre ein Dreieck, andere Formel. So, na gut, wir können ja mal nach der Ladung fragen, zum Glück gleicher Aufgabentyp. Wie groß ist die Ladung? Ja, und also jetzt müsste man eben irgendwie rechnen 1,8 Sekunden mal 12 Milliampere das durch 2 ähm, dann die Zeitdifferenz hier bis hier mal 12 Milliampere und die Zeitdifferenz hier mal hier wieder mal 12 durch 2 und naja, es, es rechnet jetzt einfach mit dem, das ist, das ist, glaube ich, was, was beim letzten Mal schon äh, so ein bisschen so war, wo ich mich bei Bart dran erinnern kann, wenn das natürlich einmal falsch liegt bei der Frage dann, und es auf irgendwie falsche Vorergebnisse zurückgreift. Also die, die 18 Volt hier sind leider schon falsch, ja. Wenn man jetzt natürlich mit den richtigen, mit dem, wenn man sich das richtige Ergebnis gemerkt hätte äh, und jetzt mit den 13 Millifarad weiterrechnen würde, würde man natürlich auch auf die richtige Ladung kommen. Also das ist einfach wieder zu viel. Da müssten irgendwas 90 oder so rauskommen. Ja, 93. Okay. So, naja, gut. Es irrt. Ähm, schade, schade, Schokolade. So, jetzt ist nach der Energie gefragt. Und Energie kann man ausrechnen. 1,5 C mal U Quadrat, C hatten wir schon, U hatten wir schon. Ja, ähm, also die Spannung ist ja leider falsch, wenn man jetzt wieder so ein bisschen mit noch menschlichem Sachverstand draufschauen würde auf das Problem und eben sagen, okay, ich habe mir den richtigen Wert der Spannung gemerkt und aufgeschrieben und notiert und jetzt rechne ich das einfach noch mal nach, also da sollten weniger Millijoule rauskommen, ja, und ähm, also deutlich, die Spannung ist ja hier mindestens so ein Faktor 2, 2,5 falsch, 2,5 falsch zum Quadrat macht irgendwie 6,25 6 falsch, ähm, also das ungefähr durch 6, 30 Millijoule oder so könnten da rauskommen. Das wäre richtiger vielleicht. Ähm oh, es sind noch mehr. Warum sind das sogar noch mehr? halb, zehnmal. Ach so, weil das wahrscheinlich hier das vercheckt mit dem... Tja, weiß nicht. Da kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Müsste man jetzt mal nachrechnen, was hier so passiert. Vielleicht ist diese Rechnung hier auch schon fundamental falsch. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall falsch. So, dann kommt ein neuer Aufgabentyp durch ein Vierkantdraht und so weiter. Äh, mit einer bestimmten Länge fließt ein Strom und mit einer bestimmten Stromdichte. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist die Seitenlänge des? Querschnitts. Und was man jetzt machen müsste, ist, wir müssten den Strom durch die Stromdichte teilen, dann kriegen wir die Fläche raus. Das kann man hier super einfach machen. 2,9 durch 1 macht, ähm, nee, macht 2,9 Quadratmillimeter und von 2,9 die Wurzel. Die Wurzel von 3 sind ungefähr 1,7, ein bisschen weniger 1,6. Genau, da kommt 1,7 raus. Das könnte jetzt hier schon ein bisschen hart gerundet sein, aber gucken wir mal. Ja, mit standardisierten Querschnittsflächen, naja. Also hier kommt noch, also hier kommt noch eine ganze Menge Ergänzung dazu, aber die Lösung ist prinzipiell richtig. Ne? So wie ich gesagt, wir müssen das durch das teilen. Dann kommt eine Fläche raus: 2,9. Flächeninhalt, Wurzel 1,7. Ich klicke mal auf Prüfen, erscheint mir nicht unplausibel und ist auch richtig. 1,7. Okay, das ist doch ähm, solide. Dann sind wir wieder bei der Diodenaufgabe. Das ist hier diese und da ist jetzt gefragt, wie groß ist der verbleibende Vorspannungsabfall über dem Vorwiderstand RV? Und das hat es, glaube ich, eigentlich zwischendurch. Ich kann ja mal so ein bisschen hochscrollen, schon mal ausgerechnet, ähm, zumindest so implizit. Also hier irgendwo steht das drin: da 14,8 minus 3,2, ähm, 11,5 und dann da, das ist, das ist äh, mal eine richtig gute Sache. Ja, Also da muss ich jetzt mal in Jiminy loben. Ähm, es macht eine Probe. Das ist ja, das ist ja richtig cool. Also es, es hat jetzt hier irgendwie den, jetzt hat es hat jetzt ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge gerechnet, aber ne, es hat es über den Vorwiderstand berechnet und dann hat es nochmal mit dem Maschensatz eine Probe gemacht. Und die Prüfung bestätigt das Ergebnis. Dann klicken wir auch immer auf Prüfen und das ist auch richtig. Also hier kommen zwar 11,6 raus, was auch irgendwie ja, ein bisschen logischer ist, wenn man hier auf das guckt, aber das ist zum Glück noch innerhalb der Rundungstoleranz. <laughs> naja, okay. Also irgendwie ist das hier ein bisschen mit dem Wert ein bisschen komisch gerundet. Ne? Wahrscheinlich, da kommt das her. So, dann kommt wieder die quadratische Querschnittsflächenaufgabe. Wie groß muss die Leitfähigkeit sein? Damit dieser Draht einen Widerstand von 10 Ohm hat. Also jetzt müssten wir eben die Länge nehmen, die Querschnittsfläche, die wir ausgerechnet haben, und den Widerstand nehmen und diese Formel, so wie sie hier steht. Hier steht aber der spezifische Widerstand drin. Den kann man natürlich auch erstmal ausrechnen, das in Richtung des spezifischen Widerstandes umstellen, dann diese ganzen Werte einsetzen, dann kommt da irgendwie schon mal was bei raus. Und die Leitfähigkeit ist der Kehrwert davon, sehr richtig, sehr richtig. Und dann kann man das irgendwie so ein bisschen umstellen. Und jetzt Passiert hier was Spannendes, ähm, weil irgendwie werden hier die Einheiten verbastelt. Vor ja, also oben das Umgekehrte, also 1 durch, steht ja hier eine 1 durch, oben macht Siemens, aber hier steht was von. Quadratmillimeter und Meter und ähm, da fehlt dann der, also es fehlt diese Umrechnung Quadratmillimeter und Meter und Faktor von 10 hoch 6. Also wenn wir das hier nehmen, das kann schon Größen, also es kann schon vom Zahlenwert her stimmen, aber die Größenordnung stimmt nicht. Das und sozusagen äh, das mal 10 hoch 6. Ja, und dann, ja, ja also zusätzliche Hinweise. Ja, Isolatoren wie Gummi. Also, das liefert einem noch irgendwie relativ viel Blablub dazu, was einem vielleicht gar nicht so interessiert, aber das könnte man bestimmt durch einen geschickten Prompt ähm, noch sagen, halte ich mal bitte kurz. So, also das ist definitiv falsch, das Ergebnis, wenn wir da noch ähm, das Komma wegmachen und vier Nullen hinterschreiben, dann könnte es stimmen. Ja? Und da sieht man, ähm, Stimmt, stimmt auch. Also, nee, aber nicht mit 4 Nullen, sondern nur mit 3 Nullen, naja. Also dann hat das hier irgendwie bei der Umrechnung irgendwie was komisch gemacht. Oder vielleicht ist das Ergebnis hier oben auch schon falsch. 10 mal, ja, also 10 mal 2,9 durch 12 sind doch nicht 0, irgendwas. Ne? 29 durch 12 macht 2 und nicht 0,2. Also Zahlenrechnung scheint nicht die Stärke von Gemini, Gemini zu sein. Na gut. Dann ist in der nächsten Aufgabe oder in der nächsten Frage, der Frage 11, gefragt nach der Querschnittsfläche. Die hat es, glaube ich, eigentlich schon mal ausgerechnet. Äh, da war auch, konnte man jetzt gar nicht so viel bei verkehrt machen, 2,9 Quadratmillimeter. Das sollte stimmen und das stimmt auch. Dann ist hier wieder diese Aufgabe, dieser Aufgabentyp. Jetzt ist nach dem spezifischen Widerstand gefragt. So, und das soll in 10 hoch minus 6 Ohm mal Meter angegeben werden. Also da steckt auch wieder ein bisschen eine Einheitenumrechnung drin. Schauen wir mal, wie gut das hier von Jiminy gemeistert wird. Also jetzt nehmen wir wieder die, die normale Standardbestimmungsgleichungsformel für den Widerstand. und sind die ähm, Variablen oder Symbole Formelzeichen erklärt, ähm, was wir wie einsetzen. Wir setzen das ein, stellen das um. So, und dann kommen da, also jetzt passt das, würde ich sagen, ne? 2,4. Ähm, 2, das könnte stimmen und irgendwie hat das jetzt auch richtig hier die... Quadratmillimeter in Quadratmeter umgerechnet aus der vorherigen Rechnung. So und dann sagt das sogar, ne, also es liegt in der Größenordnung von so typischen es liegt irgendwo zwischen Kupfer und Aluminium, das ist ja noch so eine nice to have Information, wo man sagen könnte, ja, das klingt ja gar nicht mal so unplausibel und das ist auch richtig. Also das ist äh, schon jetzt dafür, dass es vorher der lag, relativ stark, relativ gut. Dann sind wir wieder bei der Knotenspannungsanalyse-Aufgabe. Welchen Wert hat der Eintrag G1,2 in der Knotenleitwertmatrix? Schreibe ich das mal wieder mit dem Unterstrich und klicke mal auf Senden. Und ähm, ja, also wir können gucken, G1,2 sollte der Koppel. Leitwert der negative sein zwischen dem Knoten 1 und Knoten 2. Das ist der Widerstand R1. 1 durch R1, 2,8. 1 durch 2,8 sind 0,35 oder so. Das mal 1000 macht 350 mit einem Minus davor. Minus 350 könnten so ungefähr rauskommen. Oder vielleicht auch 380, weiß ich nicht. Aber 0, ist ja auf jeden Fall falsch und ohne Minus ist es auf jeden Fall auch falsch. Naja, äh, und es sind eher so 350. Also meine Kopfrechnung war dann doch besser und schneller. Aber gut. Dann kommt wieder die Vierkant -Draht Der Draht hat einen Querschnitt. Wie, wie groß ist der Längen? Oh, jetzt muss äh, Jiminy hier erstmal laden, meinen alten Prompt laden. Da ist das Ergebnis wieder da. Ups. Was hat hier nicht beim Kopieren funktioniert? So und jetzt ist nach einem längenbezogenen Spannungsabfall gefragt. Also letztendlich, wir nehmen jetzt den Strom, schieben diesen Strom durch einen Widerstand mit 10 Ohm, dann kommen da 29 Volt raus. Und die 29 Volt haben wir jetzt durch 12 Meter und dann sind es immer wieder 2,4 Volt pro Meter. Das äh, kann schon stimmen. Das ist auch das, was Gemini hier ausgerechnet hat. Ja, also 29 Volt. Wie es auf 29,04 Volt kommt, das ist mir so ein bisschen, ach so, ihr macht es nochmal eine Prüfungsrechnung. USR mal I. Also, das ist, das ist, das ist, das ist auch so ein interessanter Glitch, ne? 10 Ohm mal 2,9 Ampere. Das ist ja nun wirklich gar nichts, wo man jetzt irgendwie was schief machen kann. Und dann kommen da nicht 29 Volt raus, sondern 29,04. Also, hm, das ist äh, schon, schon seltsam. Aber egal. Es ist auf jeden Fall richtig. Dann gibt es nochmal einen komplett neuen Aufgabentyp, der auch ganz spannend ist. Nämlich zwei Widerstände sind in Reihe geschaltet und es ist ein Teilleitwert und ein Gesamtleitwert gegeben und dann ist nach dem Leitwert des zweiten Widerstandes gefragt. Und tja, in der Reihenschaltung addieren sich die Leitwerte der einzelnen Widerstände zum Gesamtleitwert. Das ist leider schon grundlegend falsch. Das würde für die Widerstände gelten in einer Reihenschaltung oder für die Leitwerte in einer Parallelschaltung, aber eben nicht so. Naja, und dann kommt da ein negativer Leitwert raus, und dann interpretiert es das aber immerhin schon selber und sagt: Nee, das erscheint mir nicht so wahnsinnig sinnvoll zu sein. Äh, oh, und, und greift ganz aggressiv äh, die, hier den, die, 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 Prüfer, die Prüferin an und sagt, das bedeutet, dass die Aufgaben, dass in der Aufgabenstellung ein Fehler vorliegt, ja. Also entweder äh, sind hier die angegebenen Werte falsch oder die Schaltung ist nicht korrekt beschrieben? Tja, naja, Vertauschung und so weiter ist es wichtig, Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen. In diesem Fall hätte ein negativer Leitwert sofort stützig machen müssen. Das ist alles richtig. Also es, ähm es ist, ist auch im Prinzip so ein bisschen studentisch oder vielleicht so das, was man in der Schule ab und zu ähm, gelehrt bekommt. Ja, da kennen wir auch alle so die Memes, wo das Flugzeug rückwärts, rückwärts fahrend abhebt und so und dann drüber steht, ähm, das ist das, was ich in meiner Physikklausur ausgerechnet habe. Das Flugzeug geht bei minus 200 Kilometer pro Stunde ab. Ähm, tja, leider, leider falsch. Wo es eigentlich keine so schwere Aufgabe ist. Dann sind wir wieder bei der ähm, Kondensatoraufgabe. Und jetzt ist nach der Ladung gefragt, nach nur einem Teil dieser Zeit. Also am Ende dieses Zeitabschnittes hier. Das heißt, wir müssten jetzt äh, die Zeitdifferenz nehmen, mal 12 rechnen, plus das mal das durch 2. Und dann müssen da irgendwie so 70, 80 Millikolomb rauskommen. Naja, und das rechnet das jetzt wieder über die, über die Spannung und das ist eigentlich nicht, nicht so wahnsinnig zielführend. Also so größenordnungsmäßig passt es, aber es ist zu groß, es passt eigentlich nicht. Genau, es sind irgendwie 84. So richtig gut ist das nicht. Dann kommt wieder die Knotenspannungsanalyse-Aufgabe. Und es ist nochmal nach einem Eintrag auf der Hauptdiagonale dieser Knotenleitwertmatrix gefragt. Und jetzt sollte es wieder argumentieren. Also, es geht um diesen Eintrag hier. Jetzt sollte es sagen: Da, ähm, so, also Knotenleitwertmatrix, erste Zeile, erste Spalte. Naja, repräsentiert den Leitwert zwischen Knoten 1 und sich selbst. Uh, das ist auch sehr, sehr vage formuliert. Ähm, also, es geht um die Summe der Leitwerte, die an den Knoten angeschlossen sind. Und Knoten 1 ist mit den Widerständen R1 und R5 verbunden. Und jetzt wird eben ähm, die beiden zusammengerechnet. Die, die Umrechnung in Millisiemens ist leider wieder falsch. Ja. Und tja, also wir können mal gucken, am Knoten 1 ist 1 angeschlossen. Der Widerstand 1, der Widerstand 4 und der Widerstand 3. Also hier müsste stehen 1 durch 1 plus 1 durch R3 plus 1 durch R4. Und dann ist dieses Ergebnis hier auf jeden Fall tja, Eigenleitwert von Knoten. Also das habe ich auch noch nie gelesen. Das hat sich jetzt ja wohl schön schön ausgedacht. Und es ist leider falsch. Wir sind bei Frage 18 von 30. Es geht voran. Jetzt geht es wieder um die trapezförmige Stromaufgabe. Wie groß ist die Ladung nach einer Zeit von 1,8 Sekunden? Also das probiere ich jetzt mal so gerade eben irgendwie im Kopf zu rechnen. Das kriege ich nicht hin. Ne? 18 mal 12, das große 1 mal 1 habe ich nicht mehr im Kopf. Aber 18 mal 6 könnte man irgendwie gerade so hinbekommen. Ähm...

Falsch. Schade. Dann kommt nochmal ein ganz neuer Aufgabentyp, nämlich Stern Transformation. Da kopiere ich doch mal wieder die Grafik, füge sie hier ein und gebe als Aufgabe mit dazu. Na, guck mal, wir haben hier diese drei Widerstände und wir wollen wissen, diese drei Widerstände sind im Dreieck geschaltet. Wie groß ist denn der entsprechende Widerstand RC0 in der? Sternschaltung. Und ähm, ja, jetzt müsste es uns die Formel wieder geben. Also Dreieck zu Stern. Das ist ja genau das, was wir machen wollen. Hm. Stern zu Dreieck. Hm. Also, ich täte ja sagen, das ist genau falsch rum. Ähm, naja, ich, ich google jetzt nicht. So, dann haben wir doch hier unten ähm, in, in der Sternschaltung berichten. Da wir, die, da wir die Dreieckschaltung bereits kennen, können wir die Formel Stern zu Dreieck verwenden. So, jetzt nimmt es die Formel da oben, setzt, das, setzt den ganzen Kram ein, und dann kommt irgendwie, es setzt einfach alle Widerstände ein, R, A, B, C, und dann kommt ein Dings raus. Tja, also das erscheint mir großer Quatsch. Und nachdem wir den Sternwiderstand berechnet haben, können wir den gesuchten Widerstand mit der Formel Stern zu Dreieck berechnen. Jetzt macht es doch irgendwie was. R-Stern mal R-A. 4,18 Volt Überprüfung können wir die schnell in die Reihenfolge. Da dies dem ursprünglich angegebenen Wert von R-A-C entspricht. Tja, hm, naja, ich weiß nicht. Also es erscheint mir als es erscheint mir ein bisschen suspekt, was hier steht. Ich will nicht ausschließen, dass es trotzdem irgendwie richtig ist. Also größenordnungsmäßig passt das Ergebnis auf jeden Fall. Es ist aber leider falsch. Ja. Also hier sind diese Transformationsregeln verlinkt. Ich klicke da mal drauf. Und dann, ähm, ja, also Dreieck Stern zur Dreieck -Stern transformation von Dreieck in Stern. Dreieck zu Stern. Sollen wir diese Formel hier verwenden? Und das ist auf jeden Fall eine andere ähm, als dir steht. Ja. Und R, S, R, T, R, U. Hm. Also vor allem, ich meine, es ist ja eine Formel gegeben, womit ich dann irgendwie einen Sternwiderstand ausrechne. Das macht alles keinen Sinn. Also hier ähm, scheint mir Jiminy das irgendwie falsch auswendig gelernt zu haben. Keine Ahnung. Also, das ist, das ist hier irgendwie auf jeden Fall nicht mehr so richtig zu retten. Ähm, also, ne, also hier, selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, die Zahlenrechnung stimmt nicht, das ist einfach, das ist einfach total komisch, was hier steht. Dann gehe ich mal wieder zurück zur Knotenleitwertmatrix. Hier sei ja, also, das ist auch, by the way, die, die Aufgabe, bei der ChatGPT geschwächelt hat. Ähm, nicht in der Begründung und nicht in der Rechnung, aber in dem in dieser. Schaltung, sage ich ja, relativ unüblich gezeichnete Schaltung zu erkennen, was wie an welchen äh, Knoten angeschlossen ist. So, jetzt geht es um den Eintrag I11 des Spaltenvektors der Quellströme. Das ist dieser Eintrag hier. Und da sollten die Quellen drinstehen, die am Knoten 1 angeschlossen sind. Das ist nur die Quelle IQ1 drauf zufließen. Also ist dieser Wert hier 1,8 Ampere richtig. Und das, äh, das kommt ja auch richtig raus. Das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ich klicke mal auf Prüfen. Das sollte auf jeden Fall stimmen. Macht es auch. Ja. Und mh, genau, in der gegebenen Schaltung ist die Stromfälle Q1. Das äh, stimmt. Das ist alles äh, ausnahmsweise mal richtig. Sehr gut. So, dann geht es hier gleich weiter mit wieder einem Eintrag auf die Hauptdiagonale dieser Knotenleitwertmatrix. Und zwar an Position 2,2 2 oder an der zweiten Position der Hauptdiagonale, nämlich genau hier. Und da sollte jetzt einfach die Summe der Leitwerte stehen, der Widerstände, die am Knoten 2 angeschlossen sind. Das hier oben ist ja auch der Knoten 2, weil die ja beide miteinander verbunden sind. Das sind R1, R2 und R5. Und das steht auf jeden Fall hier nicht. Die Umrechnung von Siemens in Millisiemens ist auch wieder falsch. Ich klicke mal auf Prüfen. Ja, da ist äh, leider falsch. So, na gut, nächste Seite. Wir sind wieder bei der Drahtaufgabe. Und hier ist jetzt nach dem Widerstand des Drahtes gefragt, wenn der aus Stahl gefertigt ist. Und für Stahl ist auch eine spezifische Leitfähigkeit. Hier muss ich mal noch den Exponenten ergänzen. Äh, das hatte ich bei ChatGPT, glaube ich, vergessen. ChatGPT hat es trotzdem richtig gerechnet. Also hier sagt auch schön aus der Aufgabenstellung, aus der Aufgabenstellung der spezifische Widerstand ist der Kehrwert der Leitfähigkeit. Okay, setzt das ein, setzt das ein. 4, irgendwas oben. Um. Naja, kann schon kann schon sein. Größenordnungsmäßig Spannungsabfall. Naja, es sagt, das stimmt mit dem Wert überein, der in der vorherigen Rechnung berechnet wurde, haben wir was ganz anderes berechnet. Also, das, das kann schon sein, ne? So, so dick ist der Draht ja nicht und so stahl, so super leitfähig ist das nicht. Tja, aber ist falsch, ähm, weil irgendwo wieder ein Faktor 10 fehlt in der Umrechnung. Also hier irgendwas mit 10 hoch minus 7, 10 hoch 6, 10 hoch minus 6, weiß nicht. Ähm, falsch, schade, schade. So, na gut, dann sind wir wieder bei der Diodenaufgabe. Die oh, Fehler in der Aufgabenstellung. <laughs> Diode Leistung berechnen. So, wie groß ist der Wirkungsgrad der Schaltung? Das ist, ja, ist ja eine sehr schöne Frage. Und es soll davon ausgegangen werden, dass jegliche elektrische Leistung in der Diode in ähm, Licht umgewandelt wird. Also, ja, wir müssten jetzt die Spannung nehmen, durch die Gesamtspannung teilen und das äh, mal 100 rechnen. Also 30, äh, nee, 3,2 durch, also sagen wir mal, roundabout, 3 durch 15 ist ein Fünftel, 20 Prozent sollten da ungefähr rauskommen. So, jetzt wird hier so ein bisschen hergeleitet über die Leistung, Leistung der Quelle. 21,6 Prozent klingt ganz plausibel, das ist bestimmt richtig. Und das ist es auch. Okay. Dann sind wir wieder bei der Knotenspannungsanalyse-Aufgabe. Es ist nochmal nach einem Eintrag in dem Stromquellenvektor gefragt. Ähm, Nämlich an zweiter Position hier. Und da können wir einfach gucken. Ähm, am Knoten 2 ist die Quelle IQ2 angeschlossen, die fließt auf diesen Knoten zu. Keine andere Quelle. Da sollten 3,3 Ampere rauskommen, positiv. Und hm, naja, hier ist wieder so ein bisschen Begründung. Zweite Zeile, erste Spalte. Und tja, in der gegebenen Schaltung gibt es keinen Strom, der direkt in Knoten 2 fließt. Ja, also das ist so das, was ich meine. Wahrscheinlich tun sich die KI-Bilderkennungstools. Schwer hier diese Schaltung zu interpretieren, weil die nicht so dem gelernten Material entspricht. Ähm, tja, und die Null ähm, sind leider falsch und alles, was hier unten steht, hm, passt auch nicht. So, also 3,3 die angesprochenen 3,3 sind sind richtig. Okay, noch sechs Fragen. Es geht hier gleich weiter. Ähm, Eintrag G33 auf der Hauptdiagonale. Dieser hier. Summe von allen <laughs> Leitwerten der Widerstände, die am dritten Knoten angeschlossen sind. Das sind R3, R2 und R6. R3 haben wir, R6 haben wir, aber R2 fehlt. Die Umrechnung von Siemens in Millisiemens ist auch wieder falsch. Ähm, tja, und deshalb ist das Ergebnis hier auch leider falsch. Dann kommt nochmal ein komplett neuer Aufgabentyp, nämlich, vielleicht sollte ich mal lieber nach Haushaltstipps fragen oder nach einem Mocktailrezept oder, <laughs> oder einer Sportempfehlung. Keine Ahnung. Ähm, wie groß ist der Widerstand? Also hier sind zwei Widerstände parallel geschaltet. Es ist ein Teilwiderstand gegeben. Es ist ein anderer Teil. Nee, es ist der Gesamtwiderstand gegeben, der Parallelschaltung. Und der andere Teilwiderstand ist gefragt. Jetzt äh, fängt es zumindest mal mit der richtigen äh, äh, Formel an ne? und sagt hier Parallelwiderstand ähm, so und so. Jetzt müssen wir das umstellen, müssen das einsetzen. Kriegen hier erstmal den Leitwert raus. Ja, hier würde ich jetzt so ein bisschen bemängeln, okay, jetzt hat jetzt die, die Einheiten verschluckt, also hier stehen noch oben dran und jetzt sind die irgendwie weg, ne, weil es nicht, irgendwie nicht checkt, dass 1 durch die oben ähm, sollten jetzt Siemens ergeben, aber ähm, das erscheint mir plausibel, dass das Ergebnis, was da rauskommt. Auch wieder interessanter Fun Fact. Hier, hier rechnet das jetzt wieder mit einem Dezimalpunkt und nicht mit einem Dezimalkomma. Ja? Also, also bei irgendwie aller Intelligenz, die in diesen KI-Tools da drin stecken mag oder auch nicht oder wie auch immer, also, dass man dann am Ende mal sagen kann, Moment, ich spreche hier mit einer Person irgendwie in einem deutschsprachigen Kontext. Ich, ich, also, egal was die jetzt da irgendwie der, der das Transformer-Modell da ausspuckt, ich, ich parse da am Ende nochmal drüber und mache eben aus einem Dezimal-Trennzeichen ähm, ganz klar ein Dezimalkomma und oder ein Dezimalpunkt. Und manchmal kommt es so und manchmal kommt es so. Also, das ist sowas, was ich also mein besten Willen nicht verstehe, aber gut. Ich muss zum Glück auch nicht alles verstehen. Jetzt steht es noch eine alternative Methode vor. Eins durch. Uh, das sieht mir komisch aus. Uh. Die alternative Methode mit einem Mal dazwischen, das ist doch irgendwie Quatsch. Also da kann das kann doch einheitenmäßig schon gar nicht funktionieren. Und da kommt, da, da kommt dann auch spannenderweise genau das Gleiche raus. Man kann auch den Kehrwert des Gesamtwiderstandes mit dem Kehrwert von R1 multiplizieren und den Kehrwert von R2 zu erhalten. Nee, das ist doch alles großer Quatsch. Also weiß ich nicht. Ähm, das Ergebnis stimmt auf jeden Fall. Also, das ist ja hier so eine Sache, das muss man sich nochmal irgendwie in Ruhe anschauen, wie, wie, wie das sein kann. Also, das erscheint mir, das erscheint mir überhaupt gar keinen. Also, das macht auf jeden Fall von den Einheiten, ähm, ist das nicht, ist das nicht sinnvoll. Kann das nicht stimmen. Aber gut. Dann kommt nochmal die Diodenaufgabe. Wie groß muss der Vorwiderstand sein? Ich glaube, das sind Low Hanging Fruits, weil das hat das schon mal zwischendurch ausgerechnet. Kann ich mal äh, zwischendurch so ein bisschen scrollen? Ja, diesen Wert hier hatten wir schon mal um 1024, 1045 Ohm. Und das soll man auch in Ohm angeben. Und dann tippe ich das mal hier rein. Größenordnungsmäßig passt das. Und naja, also da ist wieder so ein kleiner Rundungsfehler drin. Ja, also die Genauigkeit, die einem hier vorgegaukelt wird, so gut ist die dann doch nicht, weil irgendwo, hm, tja, weiß ich auch nicht. Also eigentlich meines Erachtens, wenn man das jetzt, was hier steht, auch mal stumpf ausrechnet, kommt was anderes raus als das, was hier steht. Also nehme ich das da. Egal. Es ist ein Sprachmodell und kein Rechenmodell. Machen wir uns nichts vor. So, dann die im Vorwiderstand umgesetzte elektrische Leistung PR. Ich glaube, die hat das zwischendurch auch schon mal ausgerechnet bei dieser ganzen Wirkungsgrad und so Geschichte. Und das Ergebnis hier klingt auch nicht unplausibel von der Größenordnung her. Und mal gucken, was stehen hier noch so für Funfacts. Ja, also, das ist, ist, ist alles mehr oder weniger richtig. Also auch hier wieder spannend, dass das nicht so genau dem Zahlenwert entspricht, aber immerhin noch innerhalb der 1% plus minus 1% Rundungstoleranz ist. Hm. Da ist äh, aber schon hart an der Grenze wahrscheinlich, aber da ist es äh, sozusagen Glück. So, jetzt haben wir noch zwei Fragen über. Die sind wahrscheinlich beide dann zu dieser stern 3 transformation Da sah ja ChatGPT ähm, äh, äh, besser aus und Jimmy jetzt hier irgendwie nicht so wahnsinnig gut. Gucken wir, ob das bei dem Widerstand RB0 noch ein bisschen besser wird. Also RS mal B, also ich, also irgendwie, ne? Ich habe ja das hier noch offen. Also wenn wir jetzt RB0 haben wollen oder RB, müssen wir R, RAC, RAB, RBC, also alle drei Widerstände im Dreieck und die, die an Knoten B angeschlossen sind, im Zähler, alle anderen als Summe im Nenner und dann kommt RB raus und das ist hier irgendwie nicht der Fall, also weil das, das was er hier schon ausgerechnet hat, vorher ist irgendwie Quatsch und dann, naja, zusammenfassend, es gibt uns immer nochmal so eine Zusammenfassung an, aber die hilft einem auch nicht, wenn die Einzelergebnisse falsch sind, also ich tippe mal RB0 rein, 6,08 ist falsch, also es liegt nicht weit weg, aber es ist trotzdem falsch. So, und jetzt ist noch nach dem RA0 gefragt, auch in Ohm. Und tja, das wird jetzt leider auch falsch sein. Wenn es vorher falsch war, wird das jetzt auch falsch sein. Und das sind, ähm, hier werden 7,87 ausgerechnet. Nee, das ist eben auch ein anderes Ergebnis. So, und damit. Ich klicke mal nicht auf Versuch abschließen und zeige mal hier noch äh, ganz kurz das Ergebnis in der Navigation Bar. Äh, Macht das mal ein bisschen größer. Also können wir mal kurz sehen, wie viele Fragen Jiminy jetzt richtig hatte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf. Tja, das ist so durchschnittlich würde ich sagen ne? also das ist so ein bisschen bisschen unterdurchschnittlich ähm, aber entspricht wahrscheinlich sehr gut dem Mittelwert oder dem Median ähm, der Lösung, die die Studierenden in dem in dieser online ich stehe es hier noch irgendwo, nee, vom 24.01. erreicht haben. Tja, das ist auf jeden Fall bei weitem nicht so gut und so souverän, wie ChatGPT in der Bezahlversion 4 diesen Test äh, gemeistert hat. Aber, naja, auch nicht so ganz hoffnungslos. Ähm, also, wenn es scheitert, dann an... Manchmal an Konzeptfehlern, ne, wie in dieser Aufgabe jetzt zur Stand-3-Transformation oder zu der Reinschaltung von den ähm, Leitwerten, wo es dann sogar einen Fehler in der Aufgabenstellung vermutet hat, was ja schon äh, ziemlich mutig ist, muss man mal so sagen. Und naja, ähm, ansonsten scheitert es eben irgendwie schon auch oft an der Zahlenrechnung. Gerade so beim Umrechnen der Einheiten ineinander wird man eine Zehnerpotenz vergessen. Ähm, und dann eben bei dieser Knotenspannungsanalyse Aufgabe mit der wirklich etwas ähm, unüblich gezeichneten Schaltung mit diesen 60 Grad-Winkeln und dass da so Knoten miteinander verbunden sind und dann gemeinsam einen Knoten bilden, obwohl die vielleicht erstmal wie zwei unterschiedliche Knoten und so aussehen. Da, da tut es ein bisschen mit schwer. Aber ähm, mal gucken, also als ich bart. Das letzte Mal getestet habe, hatte es null Fragen richtig. Und diesmal ist immerhin zehn richtig. Mal gucken, mal gucken, wie das Ganze in einem halben Jahr aussieht.